Wir fliehen vor der Realität, indem wir uns selbst berauschen. Ist das eine akzeptable Art zu leben? Wenn wir sagen, ist es richtig oder falsch, stellst du die Frage auf eine moralische Art und Weise. Ich betrachte das Leben nicht aus dem Blickwinkel der Moral. Für mich ist die Frage nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Denn sobald wir als Leben hierher gekommen sind, jedes Leben, nicht nur menschliches Leben, jedes Leben strebt danach, ein vollwertiges Leben zu werden, ja? Ein Wurm möchte ein vollwertiger Wurm sein. Ein Insekt möchte einmal ein vollwertiges Insekt sein. Ein Baum möchte ein vollwertiger Baum sein. Und natürlich strebt der Mensch danach, ein vollwertiger Mensch zu sein. Aber wir wissen genau, was ein vollwertiger Wurm ist, was ein vollwertiges Insekt ist, was ein vollwertiger Baum ist. Aber wir wissen nicht, was ein vollwertiger Mensch ist. Whatever you have become, still there is a longing within you to become something more. Was auch immer du geworden bist, es gibt noch immer eine Sehnsucht in dir, etwas mehr zu werden, nicht wahr? Offensichtlich weißt du also nicht, was ein vollwertiger Mensch ist. Wenn du also nicht einmal weißt, was ein vollwertiger Mensch ist, wo ist die Zeit für dich, dich selbst schlafen zu legen? Schau, jede Art von Rauschmittel bedeutet, dass du auf irgendeine Art und Weise das Leben herabsetzt. Einer, der mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen umzugehen vermag, wenn du wüsstest, wie du deine Gedanken und Gefühle so handhaben kannst, wie du es willst, würdest du dich selbst glückselig oder angespannt oder unglücklich halten, oder was? Ich frage, es ist eine Frage. Wenn deine Gedanken und Gefühle Anweisungen von dir entgegennehmen würden, würdest du dich natürlicherweise auf dem höchsten Niveau von Freundlichkeit und Erleben halten. Du würdest, richtig? Also, wenn du auf dem höchsten Niveau des Erlebens in dir wärst, würdest du es mit Alkohol oder Drogen herabsetzen wollen? Nein. Also im Augenblick ist unser Verstand in einem Zustand, in dem er eine gewaltige Menge Stress und Elend verursacht. Du willst Erleichterung, zumindest am Ende des Tages. Wenn du den Tag übertrinkst, wirst du abgestempelt werden, also zumindest, wenn du nach Hause gehst. Vor einem Monat war ich in New York City, die große Gruppe von Menschen. Ich fragte sie, was denkt ihr, ist der Prozentsatz an Menschen in New York City, die abends friedlich, nicht einmal ekstatisch, nur friedlich sitzen können, ohne auch nur ein Glas Wein. Ich betrachte ein Glas Wein als Mindestdosis. Sie haben diskutiert und gesagt, 5%. 5% Menschen können sitzen friedlich am Abend, ohne auch nur ein Glas Wein. Ich war in London, inmitten einer sehr bedeutenden Gruppe von Menschen. Ich fragte sie, wie viel Prozent der Menschen in London können friedlich sitzen, ohne auch nur ein Glas Wein. Sie sagten, es ist weniger als 1%. Ich sage, die ganze Welt kommt dorthin. Du weißt warum? Einfach, weil der menschliche Intellekt so aktiv ist wie nie zuvor. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit konnten so viele Menschen für sich selbst denken. Früher haben deine Priester, dein Fachgelehrter, die Bibel, dein Guru, irgendjemand für dich gedacht. Du sollst nicht denken. In vielen Kulturen, wenn du gedacht hast, haben sie dich geköpft. Wenn du für dich selbst gedacht hast, über das Buch hinaus, das dort war, haben sie dich gewöhnlich geköpft, weil du ein Störenfried bist, ja oder nein? Aber zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit denken mehr Menschen für sich selbst als je zuvor. Sobald du anfängst, für dich selbst zu denken, außer wenn etwas logisch richtig ist, kannst du es nicht schlucken, nicht wahr? Etwas kommt zu dir, außer wenn es Sinn für dich macht, kannst du es nicht schlucken und verdauen, nicht wahr? Sogar die schlimmste Art von Auseinandersetzung, die zwischen Menschen stattfindet, du beobachtest die Präsidentschaftsdebatte und all dies, die schlimmste Art von Auseinandersetzung, die stattfindet, für diese Person macht sie Sinn. Ja oder nein? Zu Hause, Mann und Frau, es gibt eine Auseinandersetzung. Beide denken, der andere ist absurd. Aber in ihnen macht es Sinn für sie, was sie reden, nicht wahr? Außer wenn es also logisch korrekt ist, kannst du es nicht schlucken. Also sobald dir das passiert,
Was in der Welt passiert, ist das, was dir bereits passiert ist und was der jüngeren Generation in einem größeren Ausmaß passiert, die Himmel werden zusammenbrechen. Kein kleiner Unfall. Die Himmel brechen zusammen. Diese Generation von Menschen, obwohl er zusammengebrochen ist, versuchen sie irgendwie ihn aufrecht zu erhalten. Aber ich sage dir, deine Kinder werden den Himmel niederreißen, wenn er nicht herunterkommt. Denn es ist so, was gibt es im Himmel? Schauen wir uns das an. Schau, im Hindu-Himmel ist das Essen sehr gut. Dort gibt es auch zu trinken. Also wenn du essen und trinken magst, musst du in den Hindu-Himmel gehen. Es ist der beste Ort, um zu essen. Nala selbst kocht für dich. In einem anderen Himmel gibt es weiß bekleidete Damen, die in den Wolken schweben. Wenn dir diese Art von Ambiente gefällt, musst du dorthin gehen. Wenn du in einen anderen Himmel gehst, wirst du Jungfrauenproblemen begegnen. Obwohl es dort nichts zu trinken gibt. Also wenn dir das gefällt, gehst du dorthin. Aber wie gehst du dorthin? Was ist das GPS, um in den Himmel zu kommen? Dies geschah in einer Sonntagsschule in Alabama. Der Lehrer der Sonntagsschule war in Hochform. Das Publikum waren nicht Erwachsene, kleine Knirpse, aber auf Hochtouren. Mittendrin in dieser ganzen Sache fragte er, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Die kleine Mary steht auf und sagte, wenn ich jeden Sonntag den Kirchenboden schrubbe, komme ich in den Himmel. Er sagte, absolut. Ein anderes kleines Mädchen steht auf und sagt, wenn ich 50% meines Taschengeldes mit meinem weniger privilegierten Freund teile, komme ich in den Himmel. Korrekt. Und der kleine Junge steht auf und sagt, wenn ich Menschen in Not helfe, komme ich in den Himmel. Korrekt. Der kleine Tommy hinten stand auf und sagte, du musst zuerst sterben. Das ist die Qualifikation, weißt du, dass du zuerst sterben musst. Wenn du stirbst, je nachdem, welcher Kultur du angehörst, werden wir dich entweder verbrennen, dich begraben oder dich den Vögeln vorwerfen. Eines dieser Dinge werden wir tun. Was du als deinen Körper bezeichnest, ist nur ein Teil dieses Planeten. Es ist am besten, ihn wieder dorthin zurückzulegen, wenn es vorbei ist. Wenn du mit diesem Körper fertig bist, musst du ihn wieder in die Erde zurücklegen. Es ist das Umweltfreundlichste, das du tun kannst. Wenn du also in den Himmel kommst, hast du offensichtlich keinen Körper. Wenn du keinen Körper hast, was wirst du mit gutem Essen und Jungfrauen machen? Ich denke, das ergibt keinen Sinn. Also sage ich, in den nächsten 25 bis 30 Jahren werden alle Himmel zusammenbrechen. Schon jetzt ist er in den Köpfen der meisten Menschen zusammengebrochen. Wahrscheinlich dachte die vorherige Generation aktiv darüber nach, in den Himmel zu kommen. Ihr seid wie ein wenig, ihr wisst, dass ihr nirgendwo hingeht, aber ihr habt ein wenig Angst, es zu bestreiten. Die nächste Generation wird es aktiv bestreiten, ja oder nein? Eure Kinder werden es mit Sicherheit bestreiten, also werden die Himmel zusammenbrechen. Die Himmel mögen zusammenbrechen, aber die menschliche Sehnsucht, etwas mehr zu erfahren, wird nicht verschwinden. Wenn diese Sehnsucht, etwas mehr zu erfahren, stark wird, die Art und Weise, wie wir diese Sehnsucht in den Menschen gelenkt haben, ist, keine Sorge, du bist unglücklich im Augenblick. Aber wenn du nicht trinkst heute Abend, wenn du in den Himmel kommst, fließen Flüsse voller Wein. Nicht in kleinen Bechern. Flüsse fließen. Also diese Hoffnung, sobald sie zusammenbricht, die bereits in den nächsten 25 bis 30 Jahren zusammenbricht, wird sie verschwinden in der Welt. Sobald dies geschieht, dann werden sich die Menschen in großem Stil auf chemische Substanzen zu bewegen. Schon jetzt ist die Bewegung riesig auf der ganzen Welt. Also im Augenblick ist das kein moralisches Problem. Dies ist nur das. Schau mir in die Augen und sieh, ich bin immer bekifft. Ich habe nie eine Substanz berührt, aber ich bin die ganze Zeit bekifft. Wir alle sitzen hier in der gleichen Halle, wir atmen die gleiche Luft, wahrscheinlich essen wir die gleiche Nahrung.
Aber in diesem Augenblick, wie ich in mir selbst bin, ich werde das nicht gegen irgendetwas im Universum eintauschen. Du gibst mir die ganze Welt, kein Deal, weil dies größer ist als das, weil das menschliche Erleben von innen heraus verursacht wird. Wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, schaffst du das Erleben, das du möchtest. Wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, wirst du zufällig high. Wenn der Drink gut wirkt, bist du high, ansonsten wirst du etwas anderes. Wenn du dich nun um die Grundlage deines Erlebens kümmerst, wirst du natürlicherweise das angenehmste Erleben für dich selbst herbeiführen. Also, es geht nicht um Alkohol. Es geht nicht um Drogen. Hier geht es darum, hast du die Verantwortung über dein Leben übernommen oder bist du ein Zufall? Wenn du ein Zufall bist, dann ist Angst natürlich, nicht wahr? Wenn du ängstlich bist, möchtest du irgendwie das Leben herunterfahren, wenigstens am Abend. Wenn es dir nicht erlaubt ist, wenigstens am Wochenende möchtest du ein wenig herunterkommen. Schau, das Größte, das du hast in deinem Leben. Wir sollten eigentlich der Höhepunkt der Evolution auf diesem Planeten sein, ja? Im Vergleich zu jedem anderen Lebewesen sollten wir eigentlich der Höhepunkt der Evolution sein. Auf diesem Höhepunkt der Evolution ist uns eine Sache passiert. Schau, physiologisch gesehen sind wir nicht so robust wie andere Lebewesen. Ja? Das Größte, das uns passiert ist, ist, dass unsere Intelligenz erblüht ist. Wenn unsere Intelligenz erblüht ist, wirklich erblüht, dann sollten wir zumindest wissen, wie wir das absolut schön und angenehm machen können, nicht wahr? Wenn die Intelligenz erblüht ist, wenn du die Welt erschaffen möchtest, die du willst, ist es nicht wichtig, dass du zumindest in der Lage bist, dich zu erschaffen, wie du es willst? Selbst das, was du willst, geschieht nicht in dir. Wie wird es in deinem Leben geschehen? Es geht nicht darum, für die meisten Menschen geht es nicht darum, dass ihr Leben nicht so verläuft, wie sie es wollen. Selbst der Verstand funktioniert nicht so, wie sie es wollen. Das ist alles, was ihr Elend ist. Dies geschah. An einem bestimmten Tag ist eine Frau eingeschlafen. Eine Frau ist eingeschlafen. Im Schlaf hatte sie einen Traum. In ihrem Traum sah sie ein Prachtexemplar von einem Mann, der dastand und sie anstarrte. Dann fing er an, näher zu kommen, näher und näher. Er kam so nah, dass sie sogar seinen Atem spüren konnte. Sie zitterte, nicht aus Angst. Und dann fragte sie, was wirst du mit mir machen? Der Mann sagte, nun, Lady, es ist dein Traum. Was in deinem Verstand passiert, ist dein verdammter Traum. Selbst dein Traum geschieht nicht so, wie du es willst. Das ist dein Problem. Wenn dein Traum so ablaufen würde, wie du es willst im Augenblick, würdest du trinken wollen? Oh mein Gott, das kann dir so viele Dinge antun. Du brauchst keinerlei externe Hilfe. Wenn dein Traum genauso sein könnte, wie du es willst, könntest du hier sitzen und absolute Glückseligkeit für dich selbst schaffen? Ja oder nein? Ja. Also selbst dein Traum passiert nicht so, wie du es willst. Das ist es, wo es ist. Selbst die Traummaschine nimmt keine Anweisungen von dir entgegen. Also der einzige Weg, sie zu töten, sie zu töten. Mit Rausch versuchst du, sie zu töten. Auf irgendeine Weise versuchst du, sie zu töten, nicht wahr? Sie einschläfern. Dies ist ein, in Bezug auf Evolution ist es ein Rückschritt. Angenommen, wenn 90% der Bevölkerung auf dem Planeten auf Alkohol und Drogen sind, wirst du das sehen. Es sei denn, wir tun etwas Maßgebliches in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Wenn wir etwas Maßgebliches tun, kann sich das ändern. Andernfalls wirst du in weiteren 60 bis 70 Jahren sehen, dass 90% der menschlichen Bevölkerung auf irgendeine Art von chemischer Substanz sein werden. 70% der US-Bevölkerung sollen verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen. 30% kaufen es in den Hinterhöfen in Ordnung. Die drei großen Industrien auf dem Planeten sind, die Top-Industrien sind, Waffen und Rüstungen stehen an erster Stelle. Pharmazeutika stehen an der nächsten Stelle, Alkohol steht an der dritten Stelle. Du bist ein Begünstigter oder ein Spender? Alkohol. Es ist die drittgrößte Industrie. Also eine... Schau.
Die eine führt dich zum Tod. Die andere tut so, als würde sie dich zurückholen. Die nächste bedeutet 100% Tod. Dies sind die drei größten Industrien auf dem Planeten. Größer als Lebensmittel, kannst du es schlagen? Die Lebensmittelindustrie auf dem Planeten Ende 2015 war 7,6 Billionen Dollar. Die Pharmaindustrie ist 7,2 Billionen Dollar. Jetzt, glaube ich, haben sie überholt. Das heißt, wir nehmen mehr Medikamente als Lebensmittel. Drehen wir durch oder nicht? Sicherlich drehen wir durch, nicht wahr? Also wahrscheinlich ist die Alkoholindustrie in weiteren 5 Jahren größer als die Lebensmittelindustrie. Das bedeutet, wir drehen definitiv durch, nicht wahr? Also es geht nicht darum, warum sollte ich es nicht genießen? Ich sage, wenn du dieses Leben wirklich genießen willst, weil du nicht Alkohol genießen willst, ich will, dass du verstehst, du willst dein Leben genießen, nicht wahr? Wenn du dieses Leben genießen willst, werde ich dir einen Weg zeigen, wo du super berauscht und zur gleichen Zeit super wach sein kannst. Wie ist das für dich? Ja, das wäre großartig. Look at me. I'm all the time drunk. Schau mich an, ich bin die ganze Zeit berauscht. Aber wenn du willst, kann ich einfach so loslegen, jeden Augenblick. Ich kann. Du hast mich noch nicht gesehen. Ich kann jeden Augenblick völlig berauscht sein, weil ich die ganze Zeit an bin, die ganze Zeit vollkommen bewusst. Das ist es, was mit der Menschheit passieren muss, nicht wahr? Und jeder Mensch ist dazu in der Lage. Sie haben einfach noch keine Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt. Das ist alles. Sie entscheiden sich für billige Lösungen.